Hallo Mario. Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um etwas in diese Richtung. Was ihr hier seht, ist ein Horüfoil oder wie man das auch immer ausspricht. Mega geiles Teil, sieht mega gut aus. Und was ihr hier rechts von mir seht, das ist ein noch verpackter Neil Pride Foil, den wir jetzt zusammen auspacken werden. Und ich dachte mir, das ist sowas Besonderes, da kann man auch mal ein Video drüber machen. Und ja, fangen wir doch mal an. Seht ihr das? Das ist auf jeden Fall schon mal nicht gut. Willst du nicht oben anfangen? Da ist es ja zugeklebt, oder? Ja, aber das kann es doch nicht sein. Doch. Ach hier, doch genau. Die schwer machen eben. Ich denke, wir können das Paket jetzt öffnen. So glorreicher Moment jetzt. Seid ihr bereit? Ja! Yeah! Wow. Alter Schwede, willst du das mal einmal auf den Namen filmen? Das sieht ja mega geil aus. Okay, willkommen zurück nach einem kurzen Schnitt. Wir dachten kurz, wir hätten alles hochkant gefilmt. Und auf jeden Fall haben wir beiden gerade schon festgestellt, dass allein dieses Teil hier fast so viel wiegt wie das gesamte Horüfoil. Also, aber das ist auch Vollcarbon, oder? Das ist Vollcarbon, auf jeden Fall, ja. Aber sag mal, wie hoch ist der? Ja, das ist auch interessant. Sind in etwa gleich hoch, ne? In etwa gleich hoch. Also das Neoprene ist ein bisschen höher. Naja, aber und hier unten kann man auch noch was Interessantes feststellen. Das Neoprene ist wesentlich kürzer als das von Hori. Das würde ich noch nicht sagen, denn du hast ja das Endstück ist hier. Der Backring, nee, der ist da, oder? Nee, Entschuldigung, hier. Das baut man ja erst noch an. Erstmal zusammenstecken, so. Ach, genau, dieses kleine Teil hinten. Das kleine Ding steckt man dann von hinten da rein. Also das nennt sich ja, wie nennt sich das? Das unten? Das ist die sogenannte Fuselage. Der Rumpf. Übersetzt Rumpf. Das hier oben ist der Mast. Sieht man das im Video, wo du hinzeigst? Ja. Okay. Boah, das hört sich so Metallen an. Geil. Okay. Und jetzt? Und dann hat man natürlich diese... Zwei Front Wings haben wir. Einen für weniger Wind. Das ist mal anders. Das fühlt sich schon... Aber es fühlt sich unfassbar schwer an. Oh ja. Es ist viel, viel schwerer als der Horüfoil. Das ist eine komische Sache eigentlich. Hier haben wir sogar... Wo ist denn hier ein Loch? Egal. Wollen wir eine Waage holen? Wollen wir das mal wiegen? Das können wir gleich mal wiegen, genau. In der Küchenwaage oder sowas. Aber erstmal wollen wir das einmal zusammenschrauben. Was wollen wir denn für einen Wing dran machen? Sagen wir mal den Lightwind Wing. Das hier ist auch ein Lightwind Wing, oder? Ja, das ist der Cruising, das ist der Mittel Wing. Aber ist auch nicht viel größer. Das ist auf jeden Fall, also es ist sehr ähnlich beides, muss man mal, wenn man ehrlich ist, sagen. Ja. Im Prinzip quasi fast das gleiche. So, glücklicherweise wurden hier Schraubenzieher und Schrauben mitgeliefert. Aber ist eigentlich auch zu erwarten, das Ding ist ja auch nicht ganz günstig. Und ja, jetzt schrauben wir mal den Front Wing da dran. Und dann werden wir das Ding gleich mal auf die. Was für Schrauben brauchen wir denn jetzt? Kurz oder lang? Nee, doch, kurz oder lang. Kurz oder lang. Es ist ja eine Bedienungsanleitung dabei, sag ich mal. Das unterscheidet ihn sicherlich von allen bis jetzt auf dem Markt seinen Dingern. Ansonsten sind die Konstruktionen sehr ähnlich, wenn ich das mal sagen darf. Aber was willst du denn noch anders machen? Oh, das hört sich aber nach Metall an, wenn ich das mal sagen darf. Müssen wir das jetzt mal umdrehen oder wie? Oder für vielleicht. Oh Gott. So. Und jetzt. Ah, das ist cool gemacht. Guck mal hier. Hier, haben die solche, hier sind solche Noppen. Und jetzt. Und hier sind auch solche Einsparungen. Wo wenn ihr jetzt quasi den Frontwing da so drauf haltet, dann rastet es quasi so ein bisschen ein. Aber es ist definitiv falsch. Ist es denn jetzt definitiv falsch rum? Ja. Ja, genau. Und dann habt ihr hier quasi schon so einen kleinen Support. Damit. Wir brauchen die langen Schrauben. Kannst du mir eine lange Schraube geben? So. Das hat aber schon vom Zusammenschrauben was vom Modellflugzeug, oder? Mega cool.
Braucht man da denn immer drei Schrauben jetzt? Eigentlich reichen ja auch zwei, oder? Wahrscheinlich ist drei sicherer. Und hier unten, was ist das? Ach, hier macht man quasi eine mit klein, oder wie? Das hakt hier unten auf jeden Fall. Dann macht da erstmal oben fest. Ja, erstmal oben fest. Sag mal, sind zwei mitgeliefert, oder wie? Zwei mitgeliefert, ja. Warum sind es zwei? Sind das dieselben? Achso, der eine ist dünner, der andere ist etwas... Das ist aber ein großer Nachteil, würde ich sagen. Warum hat man da zwei verschiedene Schraubsysteme genommen? Wenn man jetzt irgendwie den Schraubenzieher verliert oder vergisst... Ja, aber es sind auch zwei verschiedene Schrauben, ne? Ja, aber das halte ich jetzt für, ich persönlich, für nachteilig, dass es zwei verschiedene... Guck mal hier. Das macht schon Sinn. Hier seht, ist das Gewinde dieser Schraube alleine ist schon so dick wie dieser Schraubenzieher. Naja, aber man hätte ja einen breiteren Kopf dran machen können. Ja. Also bei Horü ist es aus alles eine Schraube. Ja, das stimmt. Finde ich jetzt nachteilig. Aber weiter. Das Gewinde in der Mitte hier ist schief. Was heißt das schief? Ja, also die Schraube hier in der Mitte, die geht nicht richtig rein. Ich drehe die jetzt nochmal raus. Das Problem ist bei den Gewinden hier, dass die alle direkt ins Carbon gefräst sind. Ist da kein Gewinde drin, oder wie? Ich denke nicht, ne. Aber vielleicht ist das auch einfach nur für zwei Schrauben gemacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ups. Ah doch, da ist ein Gewinde drin. Das ist zum Beispiel die Unterscheidung zum Horüfoil, wo kein Gewinde drin ist, wo man wirklich sehr vorsichtig sein muss. Und ich deswegen ja den Horüfoil zum Beispiel niemals auseinanderbaue. So, hast du es drin? Ja, aber die eine Schraube gefällt mir nicht, aber sonst. Und jetzt vielleicht wollen wir nochmal die unteren reinmachen. Aber da müssen ja zwei verschiedene Systeme sein. Die eine ist ja eine Verstellschraube. Achso, den kannst du so... Ah, hier könnt ihr quasi so den Winkel ein bisschen verändern von dem Ding. Ah, okay. Wenn ich das richtig verstehe. Ja, das Achso, dann guck mal, soll ich kurz erklären? Ja. Also ihr habt hier quasi so ein Gewinde und ihr habt auf beiden Seiten so ein Loch. Und je nachdem, ob ihr jetzt hier eine Schraube reinmacht und festdreht oder auf der anderen Seite, zieht es dann entweder das Gewinde nach hier und ihr habt hier einen anderen Winkel oder nach da. Und wie kann man eine neutrale Position erreichen? Indem man das wahrscheinlich nur an der Seite festmacht. Ist jetzt aber auch geraten. Ehrlich gesagt habe ich absolut überhaupt keine Ahnung. Weil ich würde jetzt für den ersten Surfeinsatz, den wir ja morgen machen wollen... Ach, dann machst du wahrscheinlich einfach von beiden Seiten eine Schraube rein, ne? Das würde ja Sinn ergeben. Ja, aber sind... Boah, die Gewinde hauen alle nicht hin. Ja, das ist ja auch vielleicht... Du hast ja noch eine Schraube hier. Ja, aber das ist so... Das ist nicht so komplett flüssig, wisst ihr, wie ich meine? Ah, doch, schaut mal, doch, das ist schon sehr gut. Ja, aber warum machst du jetzt von beiden Seiten deine Schraube rein? Ja, wir wollten noch neutral, oder? Das ist dein neutral, oder was? Wie kommst du jetzt auch zu dieser... Naja, wenn wir nur von einer Seite ziehen, dann zieht es das ja zu uns ran. Aber es ist doch an der Seite auch noch eine Schraube. Aber wozu soll die gut sein? Ja, das ist die das Ganze hält. Nee, die beiden halten das doch. Hä? Ich versteh's auch nicht. Ja, guck mal bitte noch mal einmal in die Anleitung. Ach so, doch, warte mal. Hier kommt von beiden Seiten noch an die Seite auch her. Oh, auf jeden Fall schon mal spannend. Da haben Leute ja schon die Schrauben vergessen bei dem Ding da hinten. Ja, und das, dann. Das haben wir auch gehört. Da hatte sich also tatsächlich einer ein Foil ausgeliehen von jemandem und hatte dann die Schrauben vergessen festzuziehen. Und dann wurden die in der Ostsee versenkt. Also das kleine Teil hier hinten hat sich dann verabschiedet. Da muss man also höllisch aufpassen. Es ist jetzt nicht wirklich gefährlich, weil damit kommt man ja trotzdem nach Hause. Das ist dann wie eine große Formula für, ne? Ja, wie eine Formula für, ne? So, jetzt stellen wir die mal. Boah. Da merkt man also doch schon einen Gewichtsunterschied. Sollen wir die mal irgendwo nebeneinander hinstellen? Ja. Warte mal, ich stelle mich drauf. Nee, das ist doch scheiße. Ich liege mich einmal ohne und einmal mit. Doch, das macht doch Sinn. Ja, aber das habe ich jetzt nicht gefilmt. Willst du jetzt wirklich öffentlich wagen? Wie? Ja, warum nicht? Ja, also warum ist das, schätzt du, warum ist der Breitfoil so schwer? Also der Mast hier ist wesentlich schmaler bei Horü. Das sorgt vielleicht auch dafür, dass das Ganze ein bisschen instabiler ist. Wäre jetzt so ein Gedanke. Hm. Ansonsten, also fällt mir wirklich nicht, ehrlich, bin nicht... Ja, rein. Also das ist natürlich tatsächlich so. Also ich würde jetzt das gar nicht von der Stabilität sprechen, sondern der Mast selber ist ja viel breiter. Ja. Wenn man es auch der Anstellwinkel ist ein komplett anderer. Wenn man jetzt die Foils mal nebeneinander stellt, ganz vorsichtig, sieht man ganz deutlich, und das finde ich jetzt ganz interessant zu sehen, wie der Winkel
ein ganz anderer ist. Also der Hori ist wesentlich weiter nach hinten geneigt, während der Breit fast senkrecht steht. Und von der Breite, wenn wir mal gucken, hier haben wir es ungefähr so. Und das ist wesentlich schmaler. Wobei, was ich mich natürlich frage ist, das ist ja fürs Fäulen eigentlich völlig unwichtig. Wieso? Weil dieser Teil ja gar nicht im Wasser hier, ist. Bis hier bist du doch im Wasser. Unten bist du im Wasser, das ist richtig. Aber das, da ist das, natürlich... Damit ziehst du ja die Höhe mit dem Ding, oder? Ich glaube nicht, dass du die Höhe mit den Wings unten ziehst. Die Wings sollen dich ja nur liften. Das ist richtig. Aber auch da ist ein Riesenunterschied. Das sehen wir hier auch ganz schön in der Einstellung. Der Hori-Foil, der ist da wesentlich breiter in der Fuselage, also in dem Rumpf, als die Breitkonstruktion. Und auch wenn man jetzt mal von vorne, wenn du mal die Waage einmal wegnehmen könntest, ja, da wird es natürlich ganz interessant. Da sieht man jetzt, der Breit ist eher wie ein Flügel geformt, also so dreidimensional, während der Hori komplett flach ist. Wie sich das jetzt fahrtechnisch auswirkt, das kann man so überhaupt noch nicht sagen. Was man sicherlich schon sagen kann, beide Foils bieten hinten Backwing-Einstellmöglichkeiten, die sozusagen den Winkel verstellen.